Hoi und willkommen zu einem neuen Video. Bevor wir jetzt gleich auf den neuen Trail gehen, dachte ich mir, zeige ich euch mal, wo ich hier eigentlich bin. Und ich befinde mich jetzt gerade zwischen dem eigentlichen Trailzentrum und der neuen Schwarzen, die ja von dem Bunkertrail abgeht. Auf dem Weg dahin habe ich mir jetzt einfach mal schnell die Drohne genommen, um sie fliegen zu lassen. So seht ihr mal auch so ein bisschen von oben, wo ich hier eigentlich bin. Und es sieht doch auch wirklich echt angenehm und klasse aus hier. Da bin übrigens ich noch eine Runde am Chillen und genieße so ein bisschen die Gegend, die Temperaturen, die Wärme. Und bevor es dann weiter auf dem Trail geht, kann man das ja auch ruhig einfach mal machen. Aber genug des Ganzen und ich würde sagen, wir kommen mal zu dem Trail. Die Zufahrt zu dem Trail geht über einen blauen, über den Bunkertrail. Ein schicker blauer Trail, den man auch immer gut fahren kann, der Spaß macht. Entschuldigt das Klappern, ich habe endlich den Grund dafür gefunden. Das kommt von meinem Brustgurt, von dem Chesney. Da ist der Verschluss direkt dran und werde das Problem jetzt beseitigen und hoffe, dass dann demnächst in den Videos nicht wieder vorkommt. Also geht's weiter. So, und dann kommt man zu diesem Trail. Das ist diese Sektion von oben, ich weiß nicht, ob man das erkennt, wie steil das hier runter geht. Hat Doppeltotenkopf bekommen und ist mal ganz übel. So, langsam anrollen. Das ist übrigens Marek, er ist auch einer der Trailbauer. Ja, super. Super. So, Mara Horris will das jetzt auch mal probieren, der verrückte Vogel. Wow, super. So, ich versuche mich jetzt mal an der Chicken Line, die auch schon wirklich sehr, sehr anspruchsvoll ist und deutlich steiler, wie man es eigentlich im Video sieht. Macht aber richtig Laune. Ja. Yeah. So geil. Und dann geht's hier weiter über den Bunker. Heute ist das mal abgefahren. So, jetzt muss ich meinen Park mal hier parken. Wow. So, und dann geht die eine Line geht oben über den Bunker und die andere einmal um ihn drumherum. Hier passt der Lenker gerade so durch. Super. Dann geht der Trail noch ein Stück als Naturtrail weiter und bis es dann zu den nächsten Steinen und Felsen kommt.
Jo. Und da muss man jetzt hier mit Schwung eigentlich rauf. Den hatte ich natürlich nicht. So, das Ganze geht dann in das nächste steile Stück über. Wir waren gestern mit einer Gruppe hier, da habe ich mich das allerdings auch noch nicht getraut. Und deswegen werde ich das natürlich auch heute alleine auch nicht machen. Denn das ist mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. Da ich aber gestern nicht allzu viel gefilmt habe, muss ich ja heute noch ein bisschen was nachholen. Und das ist dann quasi die letzte Sektion vom ersten Abschnitt. Und beide Lines, hier gibt es eine auf der einen, also von hier aus jetzt gesehen rechts und eine links. Und ich finde sie beide brutal schwer und ja, entsprechend der Strecke. Aber ich blende dann auch gleich mal Videomaterial von gestern ein, wo ich mit der Gruppe hier war. Tak tomuhle se říká jen tak tak. Ty jo, dobře se to ustál. Dobrý, jo. Dobrý. Nebylo to úplně ono, ale... No ne, tak ustál si to jako pěkně. Hezky, to je ono, to je ono, tak. No, nic není. Zas tak těžký to není. Okay, dann gehen wir noch einmal die zweite Sektion von dem Trail an. Sehr wurzelig. Leider ist es auch noch etwas feucht von der Nacht. Herrlich, und das über die ganzen Wurzeln. Boah. Na, das ist aber nicht prima, was ich hier fahre. Sektion. Okay, also Schnellfahren ist was anderes, aber wie gesagt, das gibt so ein Trail eh nicht so ganz her. So. Jubidi. Okay. Also diese Sektion ist mir noch ein Tick zu rutschig. Ich denke mal, wenn das alles jetzt noch ein bisschen befahrener ist und ausgewaschener, dann wird das Ganze auch noch griffiger. Der Trail ist ja, wie gesagt, noch gar nicht richtig eröffnet und das wird mit Sicherheit noch richtig griffig werden. Das ist jetzt schon besser wie beim letzten Mal, aber das lassen wir noch aus. Ich werde den ja nicht zum letzten Mal fahren. Thank you.
Jopadi. Ei, ei, ei. So, wir sind auf dem Bunkertrail. Mara in Front. Man fährt dann einen Abschnitt des blauen Bunkertrails, um zu dem letzten Abschnitt des schwarzen Trails zu kommen. Aber dieser Stück blaue macht immer so viel Laune, dass man das immer gut mitnehmen kann. Super. Gut. Gut. So, noch einmal auf den letzten Part von der schwarzen. Leider nicht ganz die Bedingungen, die man haben möchte. Ist doch ziemlich... Oh, ja. Gut. Gut los. So, die Kurve haben wir schon mal geschafft. Ja, letzte Part von der schwarzen. Leider nicht ganz die Bedingungen, wie ich sie gerne hätte. Beim ersten Besuch hier war es ziemlich trocken. Jetzt ist es ziemlich nass. Let's go. Oh, super. Good job. So.
So, hier sind wir jetzt wieder an so einer super steilen Sektion. Vielleicht kann man das im Video erahnen, aber hier geht es jetzt wirklich einfach nur runter. Und das sollte sehr kontrolliert sein, weil viel Bremsen ist auf diesen Steinen dann auch nicht so steil, wie das ist. Da werde ich mir wohl einen Weg drumherum suchen müssen. So, jetzt geht's hier zum Schluss zu dem schwersten Stück. So, bis hierhin komme ich noch mit dem Fahrrad. Okay, nachdem man dann das Holz runter, die Steilkurve hier genommen hat, kommt dann die nächste Sektion, wo man dann von hier aus direkt runter. Und hier geht es jetzt noch mal so senkrecht, gute 7 Meter nach unten, aber fast senkrecht. Und weiß nicht, ob man das sieht, die Steine sind ja hier jetzt nicht einfach nur glatt, sondern die haben natürlich auch ein paar Absätze drin. Heavy. Ich habe das Ganze gestern dann noch mal mit dem Handy gefilmt, weil mein GoPro-Akku ja dann alle war. Und ich schneide das jetzt einfach mal rein. Das ist so ziemlich der steilste Abhang, den ich bis jetzt hier gesehen habe. Das wirkt wahrscheinlich im Video nicht so, aber hier geht es fast senkrecht runter. Okay, da sind wir am Ende von dem Video angekommen und auch von dem Trail. Eine wirklich heftige Nummer. Hat schwarz, eigentlich doppelschwarz verdient. Und ja, ich bin abgefahren, sturzfrei. Natürlich habe ich auch nicht die schwierigen Sachen gemacht. Das ist mir persönlich doch dann etwas zu heftig. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das Ganze jetzt so über das Video empfunden habt. Aber wenn jemand einen richtig heftigen Trail sucht, der ist hier zu Hause. Ja, würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Seid ihr neu bei mir auf dem Kanal, würde ich mich freuen natürlich auch, wenn ihr ein Abo da lasst, um weitere Videos nicht zu verpassen. Und bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.